Was macht das Besondere von Menschen neben einer Tunnelbohrmaschine mit dem Durchmesser von über 10 Metern aus? Und wie wertvoll ist die Mentalitätsnähe als Führungsqualität? Ich habe die Antwort im und am Brenner Basistunnel gefunden. 50 Minuten Dokumentarfilm sind so entstanden. Dies ist der Trailer dazu. Das Wichtigste bei diesem Projekt ist, dass man die einzelnen Menschen, die entweder vom Projekt etwas hören, das Projekt direkt spüren, weil wir Baustellen haben, am Projekt mitarbeiten oder das Projekt verantworten, dass man dort jeden in seiner Sprache, in seiner Kultur versucht zu verstehen. Aus diesem Kontext heraus dann die einzelnen Dialoge schafft, um ganz gezielt auf diese einzelnen Personen einzugehen. Die europäische Dimension ist für dieses Projekt absolut wichtig. Auf der einen Seite ist es Teil eines transeuropäischen Korridors, der von Helsinki bis Valletta 9000 Kilometer sich in einer Nord-Süd-Richtung durch Europa durchzieht. Es werden hier in etwa 200 Millionen Menschen durch diesen großen Korridor verbunden. Und dieser Brenner Basistunnel unterquert die Alpen. Die nächste Ebene sind sicherlich die Mitarbeiter. Hier entsteht Wissen. Hier haben wir ein Netzwerk mit Universitäten geschaffen. Hier können junge Menschen, die im Studium sind, ihre Arbeiten abwickeln, sie werden betreut. Wir haben hier durch dieses Netzwerk erlebt, dass neben vielen Diplomarbeiten, Doktoratsarbeiten auch Innovationen entstehen.